Durch den schlauen Klaus haben wir kaum noch bestückungsbedingte Fehler und keine Serienfehler mehr. Geht es um EMS-Dienstleistungen in Deutschland, ist Brettl Electronics eine Institution. Bereits seit 2019 digitalisiert Brettl seine manuelle THT-Bestückung. Waren es anfänglich einzelne Arbeitsplätze, ist es nun eine gesamte Linie inklusive 6 Bestückplätzen mit integriertem schlauen Klaus. Ich bin hier bei Brettl, durfte den schlauen Klaus kennenlernen. Am Anfang als Bediener und mittlerweile auch als Programmierer. Ich muss zugeben, am Anfang waren die Mitarbeiter sehr skeptisch gegenüber neuen Klaus. Es ist neue Technik, es ist ein völlig neues System. Wir haben ein Touch-Panel, was wir bedienen müssen und nicht jeder Mitarbeiter kommt damit klar. Doch mittlerweile hat sich gezeigt, durch die einfache Bedienung und die wenigen Reklamationen, wie einfach das System ist und wie gut es zu uns passt. Und deswegen sind die Mitarbeiter gerne mit dem schlauen Klaus am Arbeiten und stehen sehr positiv gegenüber. Wir haben ein sehr großes Leiterplattenportfolio. Und da ist es wirklich sehr schwierig, dort fehlerfrei ohne das System zu arbeiten. Und wir haben auch Baugruppen, die haben größer 80 THT-Bauteile. Und da ist der Klaus wirklich, also das ist einfach eine Erleichterung für die Bediener. Und uns wären da bestimmt schon sehr, sehr, sehr viele Fehler durchgegangen, die jetzt einfach so nicht passieren. Der schlaue Klaus leitet per Bildschirm und Projektor an. Er überprüft automatisch mit den integrierten Kameras, ob der Arbeitsschritt den Anforderungen entspricht. Im Fehlerfall erhalten die Mitarbeitenden eine Meldung, die den Fehler beschreibt und können das Problem beheben. Da das System live prüft, stellt es in Echtzeit fest, dass der Schritt nun korrekt ist und quittiert es automatisch und sichtbar auf dem Touchdisplay. Dieser vollautomatische Workflow spielt so bereits in der Personalplanung seine Vorteile aus. Durch den schlauen Klaus und die einfache Einarbeitung haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Mitarbeiter trotz unterschiedlicher Qualifikationen flexibel einzusetzen. Genauso einfach lassen sich Prüfprogramme erstellen und in der Linie verteilen. Also ich mache ein Programm an einem Offline-Programmierplatz oder an unserem Programmierplatz hier in der Fertigung und dann schiebe ich die nur noch auf das jeweilige System und kann dann sofort anfangen mit der Prüfung. Den Projektor benutzen wir jetzt für die Projektion auf der Leiterplatte als Markierung für die Bauteile. Und gleichzeitig wird daneben ein Bild von dem Bauteil projiziert, wie das Bauteil aussieht, damit die Werker auch wissen, was sie bestücken. Die Pentel wird bei uns jetzt benutzt, um die DMCs zu scannen. Das schlaue Klaus-System ist ein wichtiges System zur Fehlervermeidung und ich würde das in jeder Fertigung einführen.